Hei. Wir brauchen was Heißes, Freunde. Lass uns rumlaufen und was Heißes suchen. Ist das Öl hier heiß? Ein öliger Bottich voll Bratfett. Bratfett ist bestimmt heiß. Wie kriegen wir das dahin? Dazu passt kein Flugblatt. Ja, das da hast du leider recht. Halt, nicht zu weit. Ah. Restaurantfenster, Fensterbrett. Restaurantfenster, Fensterbrett. Öliger Bottich. Das klingt schon richtig. Ich will nicht nach einem Francais. Ja. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass ich ein bisschen heiser bin. Ich glaube, ich werde krank. Ich will aber gar nicht krank werden. Vielleicht habe ich Glück und werde von dem Vampir gebissen vorher. Die hebe ich bestimmt nicht auf. Warum nicht? Dann lass es Froderick machen. Oder tauch ihn rein. Froderick, würdest du für mich in den Fettbottich tauchen? Der fettige Wetlock hat sogar was. Sieht cool aus. Aber wozu? Wenn ich das wüsste. Aber ich habe das Gefühl, dass ein eingefetteter Froderick mir noch nützlich sein könnte. Du ahnst nicht, wie überglücklich mich deine Bemerkung macht. Ach, sei still. Im Ernst jetzt, tatsächlich. Also, der arme Froderick. Was der für eine Scheiße mitmachen muss, ne? Ist das heiß? Mit Bratfett überzogen. Das klingt heiß. Gehen wir mal zurück zum Pott. Oh, Leute. Ein mit Bratfett überzogener Froderick. Die machen mich so fertig. Ansonsten könnten wir auch mal versuchen, den Schneemannkopf reinzuwerfen. Ich wüsste zwar nicht, was das bringen soll, aber ein Versuch ist es allemal wert. Wo müssten wir denn lang? Da lang, ne? Ja, genau, passt. So, hallo, Maus. Ich versuche erstmal den Schneemann. Nein, davon halte ich nichts. Nein, davon halte ich nichts. Das ist aber schade. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Warum nicht? Das klappt nicht. Oh Mann. Warum nicht? Ich weiß, wofür wir den Froderick brauchen. Der passt dann bestimmt durch die Schlitze im Hintereingang, von der Hintereingangstür. Moment, ich zeig's euch. Genial. Hier passt der jetzt bestimmt durch. Gerne, wenn du mir einen guten Grund nennst. Ja, Tür aufmachen. Das klappt nicht. Gerne, wenn du mir einen guten Grund nennst. Ja, weil Mona nicht mag. Moment. Ich will nicht, dass du dich schmutzig machst oder dir die Nägel abbrichst. Lass mich erst mal versuchen. Außerdem bin ich die stärkere Fledermaus. Lutsch. Na komm schon. Mist. Tut mir leid, Mona. Ich bin nicht ganz durchgekommen. Aber beinahe. Beinahe. Eben. Deswegen sollst du jetzt ja nochmal hinfliegen. Gerne. Wenn du mir einen guten Grund nennst. Ach, Froderick. Ärger mich halt nicht. Menno. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Der fettige Froderick, ne? Gerne, wenn du mir einen guten Grund nennst. Hallo? Die Stäbe scheinen aus feinsten draxylvanischen Eisen gemacht. Die könnte ich nie biegen. Oh, Menno. Ich war mir so sicher. Ich bin mir auch immer noch sicher. Will er vielleicht was mitnehmen? Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Oder so? Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Ich kann es nicht mehr hören. Das klappt nicht. Die beiden nicht. Sachen lassen sich nicht kombinieren. Jetzt sind wir wieder in unserer dusseligen Gasse und kommen nicht weiter. Das ist doof. Will der fettige Froderick vielleicht da rein? Das klappt nicht. Nee. Der fettige Froderick. Oh, der Arme. Wie er sich auch noch freut. Schaut euch den mal an auf dem Bild. Ich hab
mal, wie der sich freut, dass der jetzt mit Fett überzogen ist. Die Fledermaus ist einfach so toll, Freunde. Aber Mona mag ich auch gern. Ich verstehe zwar nicht, warum sie unbedingt nach Paris muss, um Opernsängerin zu werden. Das kann sie doch bestimmt hier auch werden. Ich meine, schaut euch mal um. Dieses Niveau, das Niveau der Menschen, das strahlen schon diese Blümchen hier über der Tür. Strahlen schon das Niveau der Menschen hier aus. Ich meine, Draxylvanien ist der beste Ort, um Opernsängerin zu werden. Da bin ich mir absolut sicher. Das klappt nicht. Das ist aber schade. Dann gehen wir mal woanders hin. Kann man den vielleicht da reintunken? Das klappt nicht. Auch nicht. Und wie kommen wir eigentlich in den Modesalon? Wie sollen wir das Kreuz da wegbekommen? Das ist die nächste Frage. Wer solche Schneemänner baut, hat eindeutig Niveau. Kreuz. Ein Kreuz. Ich kann es kaum betrachten. Der Anblick tut mir weh. Solange uns nichts zu dem Kreuz einfällt, wirst du nicht an die Tür rankommen. Schau doch mal in das Buch, das Madame Strigoi dir gegeben hat. Vampire für Dummköpfe. Haben wir schon gemacht. Guck mal, da ist ein Pfeil. Also, es ist zwar ein Schornstein, aber das ist eindeutig ein Pfeil, der auf den Ölpott zeigt. Irgendwas ist an dem. Irgendwas ist da dran. Der Schornstein des Modesalons. Aus den beiden Schloten steigt Rauch auf. Das sind aber kleine Schornsteine. Der Weihnachtsmann muss bestimmt erst Diät halten, bevor er da runterkommt. Da hat Frau Dick ganz sicher recht. Wir sind noch nicht wirklich weitergekommen, ne? Das klappt nicht. Das tut mir sehr leid, aber ich weiß echt nicht, wie wir das Eis schmelzen sollen. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Will aber. So wie mal reinschicken vielleicht. Damit kann ich Frederik nicht benutzen. Du willst ja nur nicht. Damit kann ich Frederik nicht benutzen. Du willst ja nur nicht. Damit kann ich Frederik nicht benutzen. Und was haben wir mit dem Kopf des Schneemanns und der Satteldecke? Vielleicht können wir die da rüberwerfen. Das klappt nicht. Frederik? Damit kann ich Frederik nicht benutzen. Bratfett, Frederik? Das klappt nicht. Auch nicht. Das da drüber dazu kleben? Dazu passt kein Flugblatt. Vielleicht kann Frederik das Flugblatt da drüber kleben. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Nee. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Seltsam, Freunde. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Einfach mal. Ich will nicht nach pauschal. Überall das Parfum verwenden. Flugblatt habe ich schon versucht. Vampirbiss brauchen wir kein. Schleimige Frederik. Wie kann man das? Nee, jetzt. Ich bewerfe es mal mit einem Schneeball. Vielleicht kann ich es bedecken. Bedeck's halt mit der Satteldecke. Was soll denn das? Mit dem Schneeball? Wie soll denn. Armer Schneemann hat keinen Kopf mehr. Der untere hat auch keinen Kopf mehr. Eine Schneeballschlacht, bei der das Ziel nicht zurückschlagen kann? Das nenne ich einen fairen Kampf. Okay, das klebt jetzt da. Natürlich klebt es da. In die Baseballliga wirst du wohl nicht aufgenommen, aber seinen Zweck hat es erfüllt. Der tintenschwarze Schneeball bedeckt das Kreuz ganz ordentlich. Jetzt bin ich versehentlich nach links gegangen. Ich möchte mich jetzt nochmal auslassen, wie fies das ist. Man hätte doch einfach die Satteldecke nehmen können und da drüber hängen können. Mal ehrlich, wenn man das nicht pauschal irgendwie rumdrückt, wie soll man denn da drauf kommen? Nee, Leute, das geht nicht. Das könnt ihr nicht bringen. Da kommt doch kein Mensch drauf. Ich meine, ich benutze pauschal immer alles an allem, ne? Aber. Interessant. Was denn? Kannst du jetzt reingehen? Okay. Ah,
Was ist los, Mona? Die Tür ist offen. Worauf wartest du noch? Geh rein. Ich kann nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich die Schwelle nicht überschreiten. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass du derzeit etwas lebensbenachteiligt bist. Lebensbenachteiligt? Ich versuche nur höflich zu sein. Ist ein kitzliges Thema. Ach du, mit deinen dummen Vampirtheorien. Es ist doch nur ein Fluch, von dem ich mich halt noch befreien muss. Na schön. Möglicherweise hat dein Unvermögen, den Salon zu betreten, etwas damit zu tun, dass du eine wandelnde Leiche, ein Vampir bist. Oha, noch so eine. Oh, süß, ein Kleidchen. Achso, wir können schon. Oh, das Kleidchen ist ja süß. Schweinebacken-Vibe, aber vorgestern. Kannst du das anziehen, Frodde? Frederik, du wirst es ungern tun und mich wahrscheinlich für die Bitte hassen. Tatsächlich. Aber, wenn es dir nicht gar zu viel ausmacht... Nun sag schon! Würdest Los, du komm her und schenk mir Bier nach, elendes Frauenzimmer. Bitte, bitte. Wozu das denn? Ich weiß noch nicht. Ich will meinen Nachtisch. Sofort! Es sein, wenn du dich als kleines Mädchen verkleidest. Oh nee, darüber muss ich erst mal nachdenken. Ja, meinetwegen. Aber weh, das ist kein absolut genialer Einfall von dir, sondern ein blöder Streich. Kein Streich. Mehr Bier. Kein Scherz. Naja, vielleicht ein ganz, ganz kleiner. Vergiss es. Nein, nein. Kein Mach Scherz. Mach dir mal Dampf unterm Hintern. Großes Fledermaus-Ehrenwort? Großes Fledermaus-Ehrenwort. Na schön. Aber das dürfen meine nicht vorhandenen Enkel nie erfahren. Und ich tue es nur einmal und nie wieder. Hörst du? Cool. Oh, süß. Beeilung, Weib, ich verhungere! Dachten wir doch gerade, das hat genau seine Größe. Ey, dieser Typ ist ja mal ekelhaft. Und habt ihr diesen gigantischen Bierhumpen gesehen? Das ist eine Gabel, ich will die Gabel haben. Gib mir die Gabel. Schild. Das geöffnet und geschlossen Schild des Ladens. Im Moment haben sie geschlossen. Noch ein Bier, aber Dalli, ich hab Durst. Lass uns mal nachschauen, was auf der anderen Seite steht. Hä? Sorry. Stoker's Dress... Schuo? Ist closed. Dreh's doch einfach um. Da steht da geöffnet, dann ist er ja reingebeten. Überraschung! Anstatt geschlossen steht da geöffnet. Das macht mich jetzt völlig fertig. Ja, ja, jetzt kann sie doch reingehen, oder nicht? Ich kann nicht. Warum nicht? Aus irgendeinem Grund kann ich die Schwelle nicht überschreiten. Das ist aber seltsam, Freunde. Verzeihen Sie, dürften wir kurz mit Ihnen sprechen? Tut mir leid, die Pflicht ruft. Schweinebacken-Vibe, aber vorgestern. Magst du mir verraten, was auf dem Schild steht? Ich habe meine Leseregel nicht dabei. Los, komm her und schenk mir Bier nach, elendes Frauenzimmer. Wir treten Sie gerne ein. Wer mag das bloß umgedreht haben? Na, ist auch egal. Das hat den Unterschied bewirkt, Frederik. Endlich kann ich hinein. Ganz schön verschlagen, Schwester. Ich meine Mona. Okay, jetzt hat sie uns also das Schild vorgelesen, deshalb können wir rein. Das ist natürlich sehr gut. Ja. Schön. Wahrscheinlich wird es mir noch leid tun. Aber darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Warum zum Teufel nicht? Warum sind Sie so unhöflich gegenüber Ihrer Frau? Die Frau muss wissen, wo ihr Platz ist. In der Küche. Noch ein Bier für mich holen. Das sieht auch ein bisschen wie Vampir aus, oder kommt mir das nur so vor? Warum arbeiten Sie nicht? Ich bin Frührentner. Kriege Panikattacken, wenn ich mehr als 6 Stunden arbeiten muss. Hat mich fast verrückt gemacht. Ich glaube, ich habe einen Dauerschaden abgekriegt. Da gibt's keine zwei Meinungen. Warum trinken Sie so viel?
Haben Sie meine Kinder gesehen? Muss ich mehr sagen? Vielleicht sollten Sie etwas netter zu Ihrer Frau sein. Vielleicht sollten Sie etwas netter zu mir sein. Wollen wir nicht bei einer Flasche Wein unten in der Schenke weiter plaudern? Ich kenne da eine mit Musik, gedämpftem Licht und abgetrennten Nischen. Aber erst verschwindet die Fledermaus. Sie sind ja widerlich. Ja, definitiv. Da hat Mona recht. Ich gehe lieber, bevor ich etwas tue, das ich noch bereue. Ja! Keine Bange, Süße. Mach ruhig, was du willst. Ich werde es nicht bereuen. Ja, Freunde! Ein Jammer, dass Inki unseren Streitkolben gefressen hat. Ich hätte das brennende Verlangen, ihn im Schädel dieses Mistkerls zu versenken. Freunde, Freunde, Freunde. Es muss auch mal die Richtigen treffen, oder? Findet ihr nicht? Oh. Liebend gern. Aber erst müssen wir verhindern, dass Mina wieder ins Zimmer kommt. Dass Mina ins Zimmer kommt. Verhindern. Da fällt mir als erstes Broderick und das Kleidchen ein. Euch auch? Schade, das klappt gar nicht. Schade, das klappt gar nicht. Schade, das klappt gar nicht. Mina. Flugblatt? Dazu passt kein Flugblatt. Sage ich, probiere mal alles mit allem. Und wie ihr seht, hat es bisher auch gefruchtet. Vorhin mit dem Kreuz, meine ich. Ja. Könnten Flecken ich machen. Ich will nicht nach einem Francais. Ja. Ich will nicht. Ich will. Es ist cool, Leute. Wir können den Vater fressen. Ist der Hammer. Ich hab's nicht kommen sehen. Flieg mal rein und löse einen Tumult aus, Frederik. Das könnte ich mühelos. Aber dann wüsste sie, wer ihn verursacht hat und wäre ziemlich wütend auf uns. Ja, deswegen soll sie ihr das Kleid anziehen, Frode. Schade, das klappt gar nicht. Das klappt nicht. Das ist genau wie an der Tür. Ist es aber dir kein Bug oder sowas? Schade. Schade. Küche, Küchentür. Freunde? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mach einfach die Tür zu und stell den Stuhl davor. Ich schließe die Tür mal. Nein, bitte nicht. Lassen Sie sie offen. So kann ich meinen Mann und die Kinder leichter bedienen. Bitte lassen Sie die Tür, wie sie ist. Ich glaube, das meint sie ernst. Aha. Frode? Schade. Das klappt gar nicht. Schade, das klappt gar nicht. Vielleicht müssen wir sie irgendwie zu ihren Kindern schade, locken. Schade, das klappt gar nicht. Auch nicht. Ich brauche ihn gerade nicht wegzuschieben. Mhm. Aber gut zu wissen, dass er da ist. Ja, das finde ich auch, Mona. Können wir jetzt Frederik mit dem Stuhl kombinieren? Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Definitiv not. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Schade, das klappt gar nicht. Eine Fledermaus in der Küche würde bestimmt für einen Tumult sorgen. Ich verwandle mich lieber nicht in der Öffentlichkeit. Ja, deswegen sollst du Frode da reinschicken. Flieg mal rein und löse einen Tumult aus, Frederik. Das könnte ich mühelos. Mhm. Aber dann wüsste sie, wer ihn verursacht hat und wäre ziemlich wütend auf uns. Schade, das klappt gar nicht. Freunde, das ist sehr seltsam. Wieso kann ich Broderick weder an der Tür benutzen, obwohl es offensichtlich ist, und hier jetzt auch, obwohl es offensichtlich ist? Irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Oder ich klicke einfach das Falsche an. Wartet mal, können wir das kombinieren? Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Nein. Vielleicht zuerst? Liebend gern. Aber erst müssen wir verhindern, dass Mina wieder ins Zimmer kommt. Mhm. Momentan kann ich gar nichts machen. Jetzt geht's wieder. Freunde, Freunde, Freunde. Schade, das klappt gar nicht. Warum macht doch die Küchentür mit Babyklamotten zu? Dann erkennt ihr ihn ja keinen. Frau
Roderick, schließ doch mal die Tür. Könnte ich schon, aber ich kann sie nicht zuhalten. Fledermäuse sind zu klein für solche Aufträge. Ein Fluch, aber auch ein Segen. Roderick, nimm den Stuhl. Die beiden Sachen. Stuhl. Damit kann ich Roderick nicht benutzen. Das wird nichts bringen. Tut mir leid. Weil sie es schon gemacht hat. Okay. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Schade, das klappt gar nicht. Sag mal, Freunde, müssen wir vielleicht irgendwo anders? Vielleicht kommen wir doch irgendein Fenster mit Frodde rein. Küchenfenster. Aber die Küche ist hier auf der ganz anderen Seite. Dann würde ich ihn. Wollte ich die auch gar nicht, wollte doch gucken. Das Fenster hat einen Blick auf den Modesalon. Im Salon läuft eine Frau wie verrückt hin und her. Stimmt. Für jemanden, dessen Laden zuhört, wirkt sie auffallend geschäftig. Da drin ist alles Mögliche. Extravagante Kleider, Stoffballen und ein ziemlich unglücklich reinschauender Mann. Wie kann der vielleicht unglücklich sitzt sein, sein Korsett schief und er hat reingeschaut, damit sie es anpasst. Wie kann der denn unglücklich sein, so voll wie der ist? Entferntes Fenster. Oder... Ah, Schornstein. Schade, das klappt gar nicht. Ja, wie jetzt? Schade, das klappt gar nicht. Oh Leute, das ist unfair. Das muss klappen. Das klappt nicht. Ah ja, das klappt nicht. Schade, das klappt gar nicht. Das klappt gar nicht. Ein Fenster. Schade, das klappt gar nicht. Freunde, wir nehmen schon wieder 20 Minuten auf und sind nicht wirklich weitergekommen. Ich bin nicht wirklich weitergekommen, das tut mir leid. Aber immerhin sind wir jetzt im Modesalon. Das war der glücklichste Glückstreffer des ganzen Spiels, glaube ich. Ja, ich werde mal offcam ein bisschen rumprobieren. Vielleicht finde ich ja die Lösung. Wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, die Folge heute... mehr ging nicht. Tut mir leid. Bis morgen!